Antiochia ist unser. Willkommen zurück zum Let's Play von Medieval 2 Europa Barbarorum, dem coolen Mod. Und wir sind hier beim Ägyptischen Reich. Wo ist eigentlich Kleopatra und wo ist... wo sind die Götter überhaupt? Wir brauchen die Unterstützung der Götter, damit wir das größte Reich gründen können, das es je gab. Jo. Wir schauen kurz in der Diplomatie. Wir haben hier noch mit Pontus Krieg. Pontus. Kann ich da mal schauen, wo die sind? Die müssen hier... Das sind doch die, wo wir jetzt sind, oder? Im Krieg. Das ist aber... Eleutheroi. Das sind die Banditen. Okay. Da müssen wir noch kurz schauen. Also jetzt gehe ich mal hier runter. So. Und hier drüben. Ah, wie flüssig das geht. Endlich. Freps hat nicht mehr so ein Problem. Hier drüben. Ja, da muss ich später dann mal etwas machen. Leider noch nichts. Wir brauchen bessere Gebäude, vor allem hier, weil halt das weit weg ist von der Hauptstadt. Hauptstadt ist die... Das ist Hauptstadt, also Alexandria ist die Hauptstadt. Und nicht Kairo oder Memphis. Kairo gab es damals gar noch nicht. Jo. Also, das scheint es was. Könnten wir die Runde... Ja, noch kurz hier schauen. Und Spion und 40%. Also dann gehen wir noch hier rüber. So. Und mit dieser Armee nächste Runde angreifen. Ja, hier konnten wir ja nichts. Ja, lassen wir das. Also weiter. Aha. Okay, das sind wahrscheinlich Schwache, also die... Die haben keine gefüllte Flagge. Das sind wahrscheinlich 1 gegen 1. Okay. Soleki hat noch gewonnen. Jetzt wollen sie sicher dann bald... wie heißt, hauen die ab, wenn ich doch angreife? Jetzt haben sie sicher dann bald Angst und wollen Frieden mit uns schließen. Ja, dann geh du mal nach Tarsus, genau. Kurz ein bisschen schneller. Jetzt haben wir nämlich viel aufgedeckt, jetzt geht es natürlich ein bisschen länger, die Runden. Aber damit es nicht so schnell geht, genau. Also damit man überhaupt sieht, was die Gegner machen, habe ich das noch an. Aber wenn es dann zu viel wird, dann ist klar. So. Ja, Militär ist natürlich runter durch die Schlacht. Was ist denn mit dieser los? Okay. Ache, Seleukia, also Seleukisches Reich. Und ein neues Familienmitglied, okay. Eirenarchos plus 1 Law. Okay. Und hier haben wir noch kurz... unten rechts können wir leider sonst nichts mehr machen. Ja, also da möchte ich kurz speichern. Alt 7 Schiff. Ich will kurz Schiff probieren anzugreifen, weil wir sind ungefähr gleich stark. Ja, gleich stark. Klarer Sieg. Bravo. Ist sehr stark. Und da wir nur dort einen Hafen haben, gehen wir mal kurz in den Hafen. Oh, tut mir leid, aber... ihr wolltet ja Krieg. Ja. Was, nur ein Schaden erlitten?
Ja, ich würde es trotzdem reparieren. Einkommensbonus. Ja, bringt es? Ah, das ist viel zu teuer. Noch nicht. Ich wollte ja hier, genau. Ich wollte hier und zwar etwas Wichtiges und das ist das. Für was ist denn das? Ich verstehe es noch nicht. Strategie. Militärische Administration. Soll ich mal da... Nein, das ist zu heikel. Wenn es jetzt irgendwo in der Nähe ist, an der Hauptstadt, dann mache ich es mal, aber... Ja. Und hier habe ich ja einen Tempel, gut. Nee. Soll ich? Ich weiß nicht, was Maximum ist. Da habe ich 160 Soldaten und hier 159, okay. Schlechte Kampfgeister sind sowieso schwache. Okay, scheinbar sind ein paar verletzt oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Ja, ich wollte auf jeden Fall kurz nochmal speichern. Ich wollte kurz... Belagerung. Jetzt möchte ich kurz schauen. Ja, dann lösche ich das. So. Also, greifen wir mal an. Gehen wir hier hin. Jo, das ist, da ist niemand drin. Oh, der arme General. Tut mir leid. Das ist auch eine. Soll ich eine große Ma- Ja, ich mache jetzt mal bei dieser Stadt keine. Hä, ich habe gar keinen General. Irgendwie ist es ein bisschen komisch. Ich wollte doch immer den mitnehmen. Ja, das ist natürlich schlecht. Ich muss kurz nochmal neu laden. Das ist sehr schlecht, weil... Man sieht es nicht, wenn man General irgendwie vergisst oder so. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, die bleiben irgendwie, wenn man eine Ding auswählen, bleiben die unangetastet. Dann nimmt man natürlich die Soldaten raus und schaut nicht nochmal rein. Und das muss ich dann machen, weil ich muss ja noch sehen, ob, ja, ob wir Soldaten rausgenommen haben. Also generell. Das ist ja der mit dem, ja, Problemmotor. Ja, genau. Ja, da können wir leider jetzt noch nicht angreifen. Nächste Runde. So schnell muss es auch nicht sein, sonst haben wir dann zu große Übermacht. Und die haben verloren. Ach, du Arme. Und wo sind sie jetzt? Dem Reich geht es wirklich gar nicht gut. Wahrscheinlich sind es diese. Das sind aber arme Leute. Haben verloren. Ja, hier wird noch gebaut. Da nichts. Da kann man gar nichts bauen. Da auch nicht. Da ja auch nicht. Nö. Ja, mal schauen hier. Eine Schule könnte man bauen, aber ich werde jetzt mal eine Schule bauen. Wir brauchen jetzt auch kein Geld. So. Ja, und hier ist eben noch der alliierte Staat. Mhm. Jo. Also, nächster Angriff. Nächste Runde. Da waren die anderen. Ja, ich frage mich jetzt, wo die Dinge sind. Pontus. Da ist schon mal gar nichts. Da ist auch nichts. Gehen wir mal hier rüber. Es ist einfach nichts da. Ja, und der Ding muss ich dann wieder nach oben.
Nein, nicht so. Da ist nichts. Okay. Ja, leider ist die Map nicht überall begehbar. Das ist ein bisschen blöd. Hier haben wir eine Handelsroute. Mal schauen, wo die hingeht. Die müsste hier, da müsste eine Stadt sein. Eigentlich ist ja hier Troja, oder? Oder ist das? Also ist hier irgendwo Troja? Ich glaube, es ist, ja, es ist, glaube ich, ungefähr hier ungefähr. Aber das, die ist ja da in dieser Zeit schon lange kaputt. Das sind viele Jahre dazwischen. Troja ist viel älter. Ja, also, nächste Runde. Okay, die verlassen die Stadt. Die KI ist ein bisschen blöd. Nein, nicht zum Spion. Nein, nicht den Spion aufdecken. Du Blöder. Oder du Gescheiter eher. Aber trotzdem, ich werde einfach wieder abhauen. Haben sie halt noch mehr Angst vor mir, weil ich ihnen Spione schicke. Oh mein Gott, sind die dumm. Und jetzt, wohin wollen die? Wir greifen sie an. Getai, okay. Neutralen begrüßen. Also, ja, Handelsangebote ist gut, mehr aber nicht. Da müsst ihr euch schon ein bisschen mehr bedingen, dass ihr mich friedlich begrüßt oder so, dann kann ich etwas machen. So. Ah je. Rundenbericht, Finanzen sind runter, das ist klar. Insgesamt sind wir auf dem zweiten Platz. Sind wir mal Erster gewesen? Nicht schlecht. Fortschritt ist der Seite. Das ist doch mal eine gute Neuigkeit. Irgendwie sind wir sehr zeugungshaft. Antiochia. Haben wir hier ein Small Temple of Isis. Da werde ich den wahrscheinlich bald mal abreißen. Aber zuerst möchte ich ja hier demokratisch. Ich mache eigentlich immer obligatorisch. Ja. Oh, der Oligarch. Oligarchik. Ja, dann hat so das. Dann mache ich mal demokratisch diese Stadt. Einfach weil ich es kann. Und ja. Dann möchte ich gerne mit dem hier drüben. Hallo, nicht jetzt kurz legen. Dankeschön. Ich mal hier hin. Ja, Freps macht wahrscheinlich ein bisschen Pause. Ich gehe unten durch. Hier hoch. Freps ist am Spacken. Ja, wie viele Soldaten einzelne schickst du herum? Jetzt geht's wieder. Okay, jetzt habe ich wieder fünfmal so viele FPS. Oh Gott. Jetzt wieder wenig. Ach, schade. Ja, fortgebetet. Reproduziert, das ist auch klar. So, ja, wenn wir dann wieder Geld verdienen, mache ich da.
Ja, wenn wir wieder Geld verdienen, mache ich da mal Krieg, dass wir einfach hier besser verbunden sind und nicht noch einen Rückschlag erleiden müssen. Fuck. So viele. Ja, das kann man nicht gewinnen. Von wo kommen denn? Das sieht man gar nicht, dass es voll ist. Das ist total voll. Ja, toll, hey. Echt nett. Mod-Entwickler, bitte macht euch das ein bisschen sichtbar. Im normalen Medieval 2 waren auch die weißen Völker dunkel in der Flagge, wenn sie voll waren. Ah, ja. That is a fail. Fail number one. Dann gucken wir mal hier runter. Oha. Das sind auch Banditen. So, Rebellen. Ich hoffe, die werden nicht angegriffen. Sonst bin ich im Arsch. Dann muss ich wahrscheinlich den Krieg machen. Den Kampf. Ich möchte einen Diplomaten ausbilden. Oder soll ich das hier machen? Waffenstillstand. Da passiert hier gar nichts. Ich kann denen eine Million geben. Ja, ich mach das nicht. Eure F Was? Ich habe jetzt ab. Ich habe das jetzt abgelehnt. Also bitte. Regelmäßiger Tribut. Passiert auch nichts. Ja, wenn ihr halt nicht Frieden machen wollt. Ja, also. Ich weiß, wie ich das mache, dass ich die Armee nicht angreifen muss. Ich kann den nicht killen, ne. Ich muss unbedingt den Attentäter ein bisschen trainieren. Also ich werde einen neuen ausbilden. Genau. Wir machen es so. Wir machen es so. Genau. Da habe ich eine gute Idee, wie ich das schaffe. So. Wir machen es auf der bösen Methode. Und bitte jetzt auf kurz zu lecken. Also ich beende kurz die Aufnahme, damit sich Fraps ein bisschen beruhigt. Bis gleich. Ja, Kingdoms, also Medieval 2 Kingdoms, frisst momentan mehr als ein Ego-Shooter. Und vor allem CPU. Und darum hat es geleckt. Ich hoffe, es ist jetzt besser, weil sonst kann ich dann nicht mehr weiterspielen. Aber ja, es läuft relativ gut. Dankeschön, CPU, dass du dich ein bisschen beruhigt hast. Ich habe das Spiel ein bisschen, habe es neu gestartet und habe es ein bisschen runtergetreibt. Aber nur die Shader habe ich ausgemacht. Kann man nicht schauen hier. Die Shader habe ich von Version 2 auf 1 gesenkt und den Texturfiltering habe ich runtergestellt. Also eigentlich sollte es noch genau gleich schön sein. Und nichts geändert haben. Schnell bewegen kann ich jetzt auch wieder. Sehr gut.
Also, ich wollte ja letztes Mal oder in diesem Part noch kurz einen Attentäter ja, rekrutieren. Das ist nämlich ein Spion. Der Spion könnte ich dann wieder nach oben verlagern. Weil jetzt muss ich einfach schauen, dass die nicht Antiochia oder Ptolo, Mais, Akko angreifen oder einfach Jerusalem. Und jo, sonst kann ich in dieser Runde nicht mehr viel tun. Das ist klar, also dass die hier jetzt eine große Armee wollen, dass sie Antiochia zurückerobern können, das ist ganz klar gewesen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das schon die große Armee ist. Ah, das ist Basileus. Der Anführer, der hat wahrscheinlich... Ja, ich habe ja immer Ding bekommen. Brust von dieser Frau und die hat ja gesagt, dass die irgendwie mich nicht machen mögen und deshalb ja, jetzt mit voller Wucht angreifen. Aber eben, wenn die jetzt mir angreifen würden, dann würde ich auch mit voller Wucht angreifen. Kein Problem. Ja, die gehen rein, sich zu verstecken. Die wollen sich verstecken, okay. Dann geht mal rein. Wie kann ich jetzt denen helfen? Also, das ist so, dass sie Frieden machen für einige Zeit. Aber eigentlich ist es ja auch nicht nötig, weil die anderen Völker sicher auch bald gegen sie auflehnen wollen. Und deshalb, ja, mal schauen. Also, zuerst einmal Rundenbericht. Ja, wieder ein bisschen Gewinn weg, dafür haben wir bald die guten, ja, ertragreichen. Okay, ist wieder die ertragreichen Gebäude. Dann bekommen wir wieder mehr Geld. 6600 habe ich jetzt noch. Okay, wahrscheinlich ist Basilei eher so der Titel. Kann man hier schauen? Ja, ich denke Antiochios Basilei heißt er. Basilei Antiochos. Einfach so als Titel. Willst du die an willst du die Stadt einnehmen jetzt? Okay, aber die ist auch sehr stark besiedelt. Herr Wüstenvolk. Besitzer. Ja, schaut jetzt mal her, die wollen jetzt wirklich militantisch sein. Haben sie denn genug Geld oder cheaten sie? Weil es ist bekannt, dass in Medieval 2 das Volk die KI recht schnell cheatet. Oder immer cheatet. Okay. Okay, ist nicht gerade sehr angetan. Oh, was soll ich jetzt mit dir machen? Zum Hafen kann ich nicht. Da rein könnte ich, aber das ist zu gefährlich. Ja, was soll ich mit dir machen? Geh du mal hier hin und hör jetzt auf zu lecken, bitte. So, jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen mehr Einnahmen. Dann machen wir am besten jetzt einen Markt. Nein, ich mache hier nochmals ein Ding, damit die Bevölkerung wächst. Und hier mache ich am besten, das ist dort unten, okay. Infrastruktur. Ja. Kostet halt viel, kann ich aber nichts machen. Ich brauche das Zeugs. Fortbildung, aha. Bitte nicht lecken. Dankeschön. Ich habe keine Ahnung, wieso jetzt mein Leder leckt.
Ist die CPU-Ausstrahlung wieder so hoch, dass es brennt? Aha. Finde ich eine Frechheit. Und da kann man keine 1 machen, genau. So. Mache ich einen Bindestrich. Kurz verlassen. Was ist, wenn ich jetzt irgendwas runterstelle, kurz? Ob es dann besser geht? Nein, es geht allgemein, schaut. Es geht sogar im Hauptmenü runter, also. Ich tue kurz die... Ja, ich beende jetzt kurz den Part. Okay, jetzt ist es wieder hoch. Noch kurz schauen. Nein, es geht wahrscheinlich... Jetzt geht wieder runter. Ja, tut mir leid, also im nächsten Part wird es wieder besser, hoffentlich. Und, ja, eben. Sehr viel, das Game ist überlastet. Und es ist halt wegen 64-Bit-Prozess und so auch schon ein bisschen... Ja, es ist halt einfach zu alt, das Game, sozusagen. Also, Dankeschön fürs Schauen und ja, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Tschüss.